of the willing. We call thee home. Und die Ziegenmenschen, die Ertrunkenen, Untoten. Seid, wollen wir euch das Gefühl geben, dass wir als allererstes bei Diablo hatten. Denn wir glauben, das ist das Spiel, auf das wir gewartet haben. Isometrische Action-Rollenspiele. Es ist auch in Xbox und anderen Spielplattformen erhältlich. Und damit möchten wir euch die Möglichkeit geben, Diablo 4 sofort hier anzuschauen, auch mit den anderen drei Klassen, mit dem Barbaren, mit der Zauberin und den Druiden. Und im Namen des Diablo 4 Teams geben wir jetzt die Weltpremiere von Diablo 4 hier offen, in diesem Video. The dream continues to haunt me, old friend. It always starts with a journey to a distant land. There I find a city in flames, streets choked with corpses, unthinkable destruction. I witness senseless slaughter, brother against brother, pure hatred. And then, executions, agony. My turn comes. They burn my eyes, break my bones. I awaken in terror. There's no one left to stand against them.
these dreams. They tell of the future. Hell is coming, brother. Hell is coming. All right. How'd you guys like okay, hat es euch gefallen? Wir haben ein paar super interessante Tage vor uns. Wir haben Podiumsdiskussionen, in denen wir tiefer greifen, die Systeme und die Welt von Diablo 4 hier vorstellen werden. Aber das ist nicht alles. Das Team hat wirklich schwer an dem Spiel gearbeitet und deswegen konnten wir ein bisschen was vorstellen. Wir haben den allerersten Blick. Ein Demo, das könnt ihr heute spielen, hier bei BlizzCon. Und ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß, wie wir Spaß hatten, es herzustellen. Und im Namen des ganzen Teams, recht herzlichen Dank und wir sehen uns in der Hölle. Heißt bitte auf der Bühne, willkommen Game Director von World of Warcraft, Ian Sokostas, auf der Bühne willkommen. Alliance, wo seid ihr denn? Horde, wo seid ihr? Protoss, Terrana und Zerg. Helden des Sturms. Legenden des Gasthauses. Helden von Overwatch. Und bald mit die Diener der Hölle in Diablo 4 kämpfen können, die tapferen Seelen von Sanctuario. Das fühlt sich wirklich großartig an, hier die Worte Diablo 4 laut sagen zu dürfen. Wir haben Codenamen benutzt, wenn wir daran arbeiten und wir zwingen uns, die Namen, die echten Namen, nicht wirklich zu sagen. Und deswegen ist es so wunderbar, jetzt endlich mal Diablo 4 sagen zu dürfen. Diablo 4. Wir hatten Diablo 4 schon einige Zeit hier in Entwicklung und wenn wir hier auf der Bühne stehen vor euch, möchten wir euch Diablo 4 vorstellen können, um die dunklen Visionen von Sanctuario vorstellen zu dürfen, hier bei BlizzCon. Und ich habe persönlich hier viel Zeit damit verbracht, Diablo zu spielen. Und es ist viel meines Herzens darin. Und was gibt's denn noch hier für uns? Bei BlizzCon, unser Bakerstutzen, die Glückszahl 13. Wir sehen BlizzCon als den Ort, wo die Blizzard-Gemeinde hier ihr Haus von zu Hause weg haben kann. Wir sind damit aufgewachsen, die Spiele zu spielen, haben Freundschaften geschlossen, Erinnerungen und außerdem auch viel Spaß in den letzten 28 Jahren gehabt. Und dieses Jahr haben wir zum ersten Mal etwas, um dieses Erbe hier zu ehren. Wir feiern die Spiele, die Gemeinde, die wir haben. Und wir freuen uns, dass wir die Blizzard Arcade hier vorstellen dürfen in Halle E. Die Blizzard Arcade hat diese Spielautomatenstimmung. Spielt mit Freunden ein paar Spiele und genießt die allerersten Spiele, die Blizzard hergestellt hat. Zum ersten Mal bei BlizzCon haben wir Rock'n'Roll Racing, Blackthorn und die Lost Vikings. Falls ihr diese Spiele zuvor noch nie gesehen habt oder gespielt habt oder wollt das noch einmal miterleben, dann geht zur Arcade, Joey Ray's Bar und das Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Ihr könnt euch dort entspannen und es genießen.
Aber in der Arcade ist das nicht nur eine Feier unseres Ursprungs, sondern auch, um etwas Neues vorzustellen. Sprechen wir mal über StarCraft 2. Wenn ihr Fans von StarCraft seid, haben wir zwei wunderbare Dinge in der Arcade, denn wir arbeiten schon seit mehreren Jahren mit Google und DeepMind künstlichen Intelligenz zusammen. Und diese Gruppe hat den Agenten künstliche Intelligenz beigebracht und sie können jetzt spielen. Mengst ist wie niemand zuvor und BlizzCon ist jetzt bereit, ihn vorzustellen. Sprechen wir über Helden des Sturms. Für die Fans von Helden des Sturms haben wir hier die Todesschwinge der Zerstörer hier in Nexus gebracht. Die Todesschwinge ist der Held, der am meisten hier verlangt wird. Und wir freuen uns, dass ihr die Möglichkeit jetzt haben werdet, ihn zu spielen. Er hat zwei Formen, zwei Gestalten mit zwei Fähigkeiten, um die Wellenbrecher-Fans hier zu Leben zu erwecken. Und dieser Held ist zum ersten Mal hier in der Blizzard Arcade. Und den könnt ihr hier spielen. Außerdem hat jeder, der ein virtuelles Ticket hat, bekommt auch Todesschwinge Nexus automatisch. Und noch etwas. Wir können zwar darüber sprechen, zur Feier von BlizzCon, alle Helden sind kostenlos, bis jetzt, von jetzt bis zum 10. November. Also wenn ihr anfangen wollt, bitte, wir sind bereit. Noch was. In der Blizzard Arcade, in Echtzeit-Strategiespiel, haben wir Warcraft 3 Reforged. Wir haben Beta gerade vor kurzem begonnen und wir haben das sogar erweitert. Für jeden, der hier mit einem Virtuellen zuschaut, haben Beta-Zugriff. Und wir werden das Datum für Warcraft 3 Reforged bald ankündigen. Das ist sehr wichtig in der Geschichte von Warcraft, denn wir feiern sowohl den 25. Jahrestag von Warcraft wie auch den 15. Jahrestag von World of Warcraft. Und wir haben diese Feier vor zwei Monaten begonnen mit der Vorstellung von WoW Classic. Und wir haben Millionen Spieler wieder in Azeroth begrüßt. Das ist ein unglaubliches Erlebnis, hier den Beginn dieses Spiels wiederzusehen. Viele haben sich darüber beschwert, dass der Taschenplatz so gering ist und manche haben hier im Chat darüber gesprochen und manche haben vergessen, dass man die Jägerbegleiter füttern muss. Und in dieser Feier und für einige von euch, euer Lieblingsgeschmack ist Vanille. Wir haben hier Vanilleeis zu verkaufen in der Feier. Und wir glauben, das möchtet ihr wirklich haben. Na, ich bin mir ganz sicher. BlizzCon ist nicht nur eine Feier unserer Spiele, sondern auch eine Feier der Spieler. Und hier könnt ihr die fähigsten Profis sehen, die in unsere Spielen spielen. Danke für eure Energie, eure Unterstützung für eure Lieblingsteams und Spieler. Vor einem Monat hatten wir das Finalspiel für Overwatch League in Philadelphia. Herzlichen Glückwunsch für San Francisco Shock und MVP Sinatra 2019. Nächste Saison geht das zu einem Heim- und Auswärtsspiel. Und es findet in mehr als 20 Städten weltweit statt. Und das ist das erste Mal, dass das überhaupt gemacht wird. Es ist eine großartige Zeit, hier Fan zu sein
und Overwatch zu lieben. Bei BlizzCon haben wir diese Woche die allerbesten, die in Overwatch World Cup spielen. Wir haben mehr als 30 Nationalteams weltweit. Und wir werden auch die Champions hier vorstellen und als Preisträger vorstellen. StarCraft 2 für Hearthstone Grandmasters, WoW Arena, WoW Mythic Dungeon International Turniere. Und BlizzCon ist der Ort für die größten Augenblicke in der Geschichte von E-Sports und wir freuen uns schon darauf. In diesem Wochenende geht es nicht nur um die Profispieler, sondern auch um euch als Gemeinde. Ein Highlight unserer Show ist die Community Night und im Wettbewerb und das ist eigentlich mein Lieblingsaugenblick. Und Darren DePaul, die Stimme von Reinhardt und andere Blizzard-Charaktere, kommt wieder als Moderator zurück. Und da sieht man wirklich die kreative Gaming-Gemeinde, wie sie zum Leben erweckt wird. Und wir freuen uns auf das Talent, das alle hier vorstellen werden. Und zum Abschluss möchte ich sagen, es gibt sehr viele Leute, Mitarbeiter von Blizzard und die sind da draußen und wir sind alle da wegen euch. Wir wollen diesen Augenblick feiern und wir freuen uns wirklich auf dieses Wochenende. Das ist unser Highlight, um hier zu feiern. Euer Engagement, eure Begeisterung, das ist das Wunderbare. Und wir danken euch von ganzem Herzen, dass ihr hier seid. BlizzCon, seid gut zueinander. Willkommen zu Hause. Please welcome Game Director of World of Warcraft. Bitte heißen Sie den Game Director für World of Warcraft, Ion Hasikostas, auf der Bühne willkommen. Hello, BlizzCon. Hallo BlizzCon. Es ist so eine Ehre für mich, hier auf der Bühne zu stehen, vor euch allen, für World of Warcraft, beim Jubiläum. Das ist ein Spiel, das schon all die 15 Jahre lang für mich das Zentrum meines Lebens war. Ich glaube, vor 15 Jahren bin ich herumgelaufen, bin in Geschäfte gegangen, habe geschaut, wo man das noch vorbestellen kann. Und vor 11 Jahren hatte ich wirklich das Privileg, beim Entwicklungsteam mitmachen zu dürfen, um dem Spiel etwas zurückzugeben, dieser Community etwas zurückzugeben, die mir so viel gegeben hat. Und jetzt bei diesem Jubiläum ist wirklich ein fantastisches Jahr. Und wir haben ja damit angefangen, mit der Schlacht von Dazazel, wo die Horde und Allianz zum ersten Mal im Schlachtzugsgebiet gegeneinander angetreten sind. Wir sind unter die Wellen mit Asharas Aufstieg. Wir haben gesehen, wie cool Terraner sich der Allianz angeschlossen haben, die Zandalari-Trollen der Horde. Und wir haben natürlich die Mechagnome und Vulpera, die ihnen auf dem Fuße folgen, in dem Vision von Asnod, von Enzod Update. Und natürlich, vor 2 Monaten, haben wir World of Warcraft Classic herausgebracht. Und wie Jay schon gesagt hat, ist einfach unglaublich zuzusehen, wie Millionen zurück nach Azeroth gekommen sind, in der Form, wie es vor dem Kataklysmus war. Und wir kehren wirklich in eine Heimat zurück. Oder wir entdecken sie zum ersten Mal. Egal wie, es ist eine tolle Reise, auf der wir sind. Und hier nach 15 Jahren World of Warcraft ist diese Community so stark wie eh und je. Apropos Classic, ich freue mich ankündigen zu dürfen, dass wir unser nächstes Update für Classic schon bald haben. In 1,5 Wochen, am 12. November, werden wir die Weltbosse einbringen, Kasak und Azorius, aber ganz besonders auch das PvP-Ehre-System. Also, falls ihr noch irgendwelche Quests hier fertig machen müsst in Hügelland, dann macht das schnell. Das ist nur so ein kleiner Tipp. Ne? Vor einigen Wochen haben wir Normand rausgegeben. Das haben wir auch hier, könnt ihr hier spielen. Also
holt euch eure Freunde oder findet neue Freunde und spielt das in der Arcade. Und apropos der Stärke unserer Community, eins der, was mich wirklich stolz macht oder uns alle stolz macht, ist, dass wir mit der Community zusammenarbeiten können und diese Kraft also dazu nutzen können, dass wir wirklich auch wohltätigen Zwecken etwas. Und die Horde und all das, was dort abgespielt hat. Ich glaube, vielleicht sieht es doch endlich in Azeroth besser aus, oder? Ich denke, all diese Drohungen, um die hat man sich gekümmert, sind sonnige Tage, blauer Himmel, der uns erwartet, oder? Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da irgendwelche Probleme geben könnte oder dass da vielleicht jemand irgendwie im Schatten lauert oder irgendein rachedürstig ist, oder? Könnt ihr euch das vorstellen? Ice Crown. A monument to our suffering. The veil between life and death. Where a usurper sits. On a frozen throne. But no king rules forever.
crown. To wield so much power. That power will be your prison. This world is a prison. So now do the blue eyes make sense? Also, machen jetzt die blauen Augen Sinn? So, yeah, that just happened. Also, ihr habt gesehen, was hier passiert ist. Mal gucken. Okay, uns wurde mal gesagt von König Tirinas, dass es immer einen Lichtkönig geben muss. Und jetzt zum allerersten Mal gibt es keinen. Sylvanas selbst hat uns gewarnt, dass am Ende der Tod uns alle ruft. Nun, der Tod erwartet uns. Und wenn wir eine Chance haben wollen, dann müssen wir dorthin gehen, wo noch kein lebendige Seele je hingegangen ist. Wir gehen in die Schattenlande. Die Welt, die das Nachleben des gesamten Warcraft-Universums ist. Und unterwegs werden wir die Chance haben, einige der Gefallenen zu treffen. Aber das ist keine vertraute Welt der Orks und Gnome und Zwerge. Das ist eine uralte, mysteriöse Art, der noch älter ist als die Titanen selbst. Es ist die Quelle der Kraft der Geißel, das haben wir gesehen, und des Todes, aber es ist auch der Ursprung noblen Valkyr und Geistheiler, die uns zurück ins Land der Lebenden führen, werden wir ein bisschen zu viele Mobs töten. Nicht, dass es je passiert ist oder so. Also, das ist ein Ort, wo der Zyklus der Natur und der Wiedergeburt beginnt und stattfindet und natürlich noch vieles mehr. Schauen wir uns diese wunderbare Welt an, die wir bald erkunden werden. The Jailer of the Damned. A grim task, which I have failed. Now the eternal veil screams, torn asunder by her. Within the realm of shadow lies the darkest of terrors, which should never be set free. The Shadowlands are infinite. Their terrors and beauty were never meant for mortal eyes. I wonder if they can bear to behold all that awaits them. Between life
and death, if their trust can be earned. So World of Warcraft Shadowlands, kommt im nächsten Jahr raus und es wird im Vorverkauf heute bereitstehen. Es ist nur ein kleiner Blick in diese unglaubliche Welt, die uns erwartet. Vor uns landen viele, viele Entscheidungen, viele kritische Entscheidungen. Es geht um die Idee der Wahlmöglichkeit, sich selbst auszudrücken, die Belohnungen, die man sucht und die Bündnispartner, mit denen man sich zusammentut. Ich weiß, ihr habt unglaublich viele Fragen, was zum ein Pakt, was ist es für ein Turm, der in der Eiskrone rausragt, was für andere Veränderungen kommen noch zu World of Warcraft und noch vieles mehr. Wir haben unsere erste Podiumsdiskussion um 14.30 Uhr auf der Mythic Stage. Und wir können es hier bei der BlizzCon spielen. Also das Questgebiet Bastion könnt ihr ausprobieren und das Shadowland. Vielen Dank und es wird wirklich ein unglaubliches Wochenende. Ich freue mich drauf, das mit euch allen zu teilen. Und jetzt darf ich an Ben Thompson weitergeben vom Hearthstone-Team. Wie geht es euch, BlizzCon? Es ist so super, hier zu sein bei euch. Meine... Test. Man hört mich sehr schön. Boah. So, wie ist die Qualität von allgemein die Qualität, abgesehen von der Kamera, dass die nicht geht, weiß ich ja. Okay, Bildquali an sich, abgesehen von der Kamera, da brauche ich eine neue. So, das mache ich mal aus. Dann habe ich den Chat jetzt links. Wobei, wenn ich das... Wow. Hilfe, was habe ich denn jetzt gemacht? Ah. So. Jetzt will ich mal was testen.
Maus und so seht ihr jetzt auch, ne? Ich muss das jetzt mal ein bisschen ändern, Leute. Okay. Moment. Wir stellen mal alles hier ein. So. 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 Leute, wie sieht's aus? Kann man das so lassen? Oder muss ich noch irgendwas umstellen? Oder muss ich das noch irgendwo hinschieben? Bildschirm sieht man doppelt, ja. Ich bin gerade dabei. Moment. Wie sieht's jetzt aus? Noch ein bisschen runter, ne?
Ihr müsst mich mal ein bisschen navigieren. Wie sieht's aus, Leute? Kann man das so lassen? Ich kenne mich noch nicht so gut aus damit, also sorry Leute. Sieht man noch irgendwas doppelt? Wow. Also so wird das nix. Gut, so wird das nix. So. Wie sieht's aus, Leute? Kann man das so lassen? Und Kamera könnte man noch. Ah. So. Ne, so. So. Nein.
So, das ist jetzt. Upp, 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 upp. Ah, ich krieg das schon raus, dafür haben wir ja den Teststream. Okay. Ah, das ist das. Zurücksetzen. Okay. Ah, ich fuchs mich da schon rein. Ich möchte nur wissen, ob es ungefähr einigermaßen gut aussieht, ob man es so lassen kann für den Anfang. Wenn ich jetzt aufs Spiel gehe, musst du mir mal halt sagen, am Moment. So. Also das Spiel wäre jetzt mal gestartet. Kamera ist raus, ne? Nein, das will ich nicht. Ah, Moment. Oh, was habe ich denn jetzt für einen Mist gemacht? Entfernen. Ja. Moment.
Moment. Ich muss noch mal alles entfernen. Das geht. So. Ach du Scheiße. Ah. Okay, bis dann. So. So. Ah, dann entfernen wir das auch mal kurz. Ja. So, jetzt gibt's nur noch das. Kamera dahin. Plus.
schön. So. Aber das würde ich jetzt gerne. Hierhin tun. Jetzt ergibt alles Sinn. So. Test, Test. Hört man mich? Jetzt bin ich gespannt.
mich hört oder nicht. Jo, man hört mich sehr schön. So. Oh. Chat ist auch da, den sehe ich links. Eine Frage. Gut, das geht also. Ich würde sagen, wir hören uns dann heute Abend beim Stream. Macht's gut, bis dann. Ciao.